meine Damen und Herren, dann wollen wir mal ein bisschen Boot fahren. Ab zu Yennefer. Ach, scheiße, das Ding ist ja auf der anderen Seite. So, los geht's. Mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, was sie von uns noch wollte. Das wird sie uns ja gleich hoffentlich wieder erzählen, ne? Und ja, Leute, ich weiß, dass die beiden Schwerter im Arsch sind. Und ich weiß auch, dass ich die reparieren kann. Und ja, ich hab's noch nicht gemacht. Und nein, ich mach's jetzt auch noch nicht. Also, ich mach das demnächst. Ich wechsle, glaube ich, vielleicht erstmal lieber ein Schwert aus, bevor ich jetzt ein neues repariere. Aber wenn ich das Bären-Stahlschwert natürlich hätte und das Bären-Silberschwert, was ich haben könnte eigentlich, was ich mir noch nicht gemacht hätte, das hätte ich natürlich sofort hätte ich das, mit Sicherheit, oh, ups, das war eng, das ist mit Sicherheit repariert. Nein, wahrscheinlich auch nicht. Geht auch so mit denen. Gut, man hat natürlich nicht so viel Damage, die man setzen kann dann, ne? Aber hey, das klappt schon. Ich muss auch mal kurz in mein Inventar da nochmal irgendwo mal reingucken und mal gucken, ob ich die Schwerter, beziehungsweise ob ich Waffenreparatursets überhaupt dabei habe aktuell. Die findet man in dem Spiel auch relativ selten, muss ich sagen. Und kaufen, die sind richtig schweineteuer, muss ich sagen. Also, ja. Und wenn man so bedenkt, wie schnell diese Schwerter in den Arsch gehen hier in dem Spiel, also das finde ich echt schon erstaunlich. Diese Sachen gehen richtig schnell in den Arsch. Jetzt sind hier scheiß Sirenen oder was das für ein Zeug ist. Wo müssen wir denn hin? Die Richtung muss doch... Okay. Na gut. Ja, jetzt kommen diese... Seht diese Dinger da schon wieder? Ja, ja, komm, lass mich einfach fahren, ja? Ja, jetzt kommst du doch hier gleich irgendwo raus, oder? Nun kommt mal wieder eine frische Luft hier. Kannst du nicht so lange atmen oder was da hier? Na, jetzt hat's uns gleich. Mal gucken, welche Seite sie uns vom Boot abreißen will. Da ist sie. So, hast du toll gemacht. Boah, sind die nächsten Viecher hier schon wieder, ey. Komm, bleib doch mal unter euch hier. Ich wollte euch nicht aufwecken. So, da sind wir dann gleich schon, ne? Ah, die hätte uns auch mitnehmen können, ne? Aber wie gesagt, wir wollten ja erst nochmal ein bisschen ja, Bärenausrüstung finden, ne? Deswegen haben wir sie einfach mal vorfahren lassen. So, zack. Hä? Hallo, Yennefer. Buenos dias, Senora. Ja? Grüß dich, Jen. Gut, dass du da bist. Ich krieg schon Frostbeulen. Ich musste noch etwas erledigen. Sicher etwas, das keinen Aufschub duldete. Einen Neckarvertrag vielleicht? So ähnlich. Können wir gehen? Mhm. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindersfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Oh, sind wir hier so ein Hippiedorf gelandet? Noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, doch da liegen sie. Was geht bei den Leuten hier? Lebendig und gesund. Vielleicht stand es in den Sternen. Eine Art Ritual.
Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid, sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben, vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen, bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden, auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Morgwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgwag nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindersfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgwag verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Ich kann Morgwag besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgwag wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgwag und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Macht ihr wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Okay, gut, wir sollen jetzt Freyas Garten finden und den Feigling suchen. Ich dachte eigentlich, wir sollten uns erstmal mit dem einen Typen treffen, damit wir gegen Morgwag kämpfen können. Ich tippe darauf, dass das irgendwie ein Werwolf ist oder so. Verwandeln und so, ne, das könnte ich mir zumindest schon vorstellen, dass das so einer ist. Ach, da ist ja schon der Garten. Ja gut, okay, dann gehen wir gleich direkt straight hin. Auch wenn der Feigling tot ist, wir schaffen das schon. Bewachter Schatz. Das willst du damit helfen? Hey, Geralt, komm zurück. Okay, eine Erscheinung. Welches Level hat sie denn?
Level 16, ja, komm. Den nehmen wir mit. Aua, hey. So. Das wär's mit der Erscheinung. Da wird wohl nicht viel drin sein, ne? Anfängerwaffenreparaturset. Gnomischer Gewehr braucht man nicht. Ah, Wolf verloren. Na, nicht wirklich. Was hat sie da? Der was mit? Nee, auch nicht. Okay, gut, dann können wir ja weitergehen. Ist die jetzt mit dabei hier, oder was? Oh. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht. Okay. Aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Was? Geralt hat sie verliebt? Was geht da? Okay, das sieht ja interessant aus. Der hey, Wasserfall, Geralt, der sieht auch ziemlich zurück. Cool aus. Ja? Also, schon ziemlich cool gemacht. Sieh einer an. Das. Dann wollen wir rein in die gute Stube, ne? Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Das dachte ich mir schon. Essen. Ein Werwolf. Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Okay, dann ist das also der Feigling. Das ist der Feigling ein Werwolf. Mhm. Der Feigling war hier. Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Gut, dann also bis später. Pass auf dich auf. Ich brauche dich, wenn ich Ciri finden will. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Besser. Okay, dann sollen wir alleine weitergehen. Ich wette mit euch, wir hätten das auch noch anders auswählen können. Oh, okay. Haben wir aber nicht gemacht. Es dürfte auch alleine hinzukriegen sein, oder? Komme ich auch nicht durch. Okay, gut, dann gehen wir einfach mal ganz straight wieder zurück. Und werden die Fußspuren verfolgen. Und hier sind natürlich auch wieder irgendwelche Sachen. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Okay, dann gehen wir mal da runter. Da ist doch schon mal was. Ist das einfach nur ein normaler Wolf oder ist das ein... Ja, ist ein normaler Wolf. Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Also doch ist das Morgwag. Ist das der Feigling? Hab ich schon gedacht. Nein, der liegt schon länger hier. Schnell kurz mal meditieren, wenn das geht. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. Das Blut des Feiglings. So. Was
Was liegt denn da noch rum hier? Kann man nicht das nehmen? Das Blut des Feiglings. Ach nee. So, wo könnte er sein? Da drin, oder? Ja. Da, ich glaube, da ist er drin. Wenn man dich das so ansieht. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Oder hier drin. Auch nichts gefunden, aber da oben ist was. Nur wie schaffen wir es, dass Geralt sich das da anguckt? Ist ja über der Tür halt, ne? Also... Ist so ein... Ah, da. Okay. Der Feigling hat Morgwag die Tür vor der Nase zugeworfen. Hast du was gefunden? Spuren. Führen direkt zu einer verschlossenen Tür. Ich glaube, du kommst dran vorbei. Ja, und wie? Noch eine Leiche. Auch ohne Bissspuren. Wo könnte das denn sein hier? Mann. Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Hier irgendwo. Ne, hier komme ich doch wieder zur Tür. Da komme ich ja nicht durch. Okay, das sind hier Spuren. Da wird er wohl sein. Da ist er. Der Kleine. So, ja gut, genau. Hier machen wir ihn kalt. Wo ist er? Nur so ein dober Wolf. Noch eine Leiche. Auch ohne Bissspuren. Okay, wollen wir mal hier was draufhalten? Ich glaube, das bringt uns nichts. Nee, habe ich mir schon gedacht. Hier unten vielleicht. Ja, sie hier hat da rumgelungert. Okay, ja, schön. Diverse Spuren, alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Ah, ich glaube, hier ist er wohl irgendwo. Wo kommen wir denn hier rein? Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Ja. Dann sollten wir das mal tun. Einfach mal draufdrücken hier. Wie sich das auswirkt. Okay, gut. Okay. Also hier ist eine Höhle. Aha. Gut. Ups. Abgeschlossen hier. Kommt Geralt hier hoch? Nee, kommt da nicht. So, dann mal hier rüber. Nichts zu sehen.
Ein Symbol von Freya. Wieder was gefunden hier. Unberührt, nichts gefressen. Morgvak verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Oh. Das sieht ein bisschen komisch aus. Naja. Finden wir den Vogel denn hier gleich nochmal? Na, wo wird er wohl sein, wenn nicht dort? Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken, als gefressen werden. Dann werden wir wohl dort mal reinhüpfen müssen, oder? Oder aber hier weiter. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außen rum. Der Feigling hat Morgvak die Tür vor der Nase zugeworfen. Gut. Ja, da müssen wir da wohl rein. Schauen wir mal, was uns da in der nächsten Folge so erwartet, ne? Bis denn!